Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, ich spiele heute mit euch das Spiel Grey Zone Warfare. Ein Titel, jetzt blende ich es mal ein, der am 30. April 2024 auf Steam erschienen ist und ja, bei 19.255 Rezensionen ja ausgeglichen bewertet wurde. Ausgeglichen ist nicht immer schlimm und ich bin gespannt, was uns dort so erwartet. Ich lese euch einmal ganz kurz vor, ihr könnt zwar selber lesen, aber ja, Grey Zone Warfare ist ein Shooter mit Schwerpunkt auf Realismus. Schließe dich einer Militärfirma an und erkunde eine offene Welt. Mit PvEVP, was auch immer das ist, und PvE. Überlebe im Kampf gegen menschlichen Akteure und KI-Feinde, während du die Geschichte hinter den Ereignissen am Lan Mang Island aufdeckst. Das Ganze wurde auch als Survival-Titel dargestellt, was ich relativ interessant finde. Jetzt kommt's, ja, der Preis von Grey Zone Warfare in der Standard Edition ist 34,99 €. Dazu gibt es dann noch ein Tactical Edition Upgrade für 23 €. Ich habe mir nur die Standardversion gekauft. Und es gibt noch viel mehr. Und zwar das Elite Edition Upgrade nochmal für 45, aber da sind wahrscheinlich mehrere Packs bei, wie man sieht. Oder für 65 € das Supporter Edition Upgrade. Ne, also es ist relativ viel Möglichkeiten zum Start des Spiels, sich da wahrscheinlich so ein paar Vorteile zu schnappen. Die Grafik sieht mega gut aus. Ich erstelle mir erstmal einen Charakter. Also vom Gesicht her ändert sich ja gar nichts. Das spielt alles was keine Rolle. Ich hoffe, wir finden und looten auch in dem Spiel. Handschüchchen. Schicke Hosen gibt es auf jeden Fall. Ich werde natürlich eine Tarnhose wählen. Und dunkle Boots. Gut, das ist die Charakteroptimierung oder Customize Your Charakter. Und sagt Continue. Okay, jetzt müssen wir uns eine Fraktion auswählen. Da steht da alles in Englisch. Ich habe keine Ahnung. Langmang Recovery Initiative. Na, welche sind denn die Bösen? Ich will die Bösen sein. Dann mach mal Ene, Mene, Mu und raus bist du. Okay. Security. Nee. Wir machen die hier. Continue. Okay. Ich muss meinen Namen eingeben. Ich habe einen ganz taktischen Namen. 3:1 Spiele. Ist sogar noch frei. Überraschung. Und ja. Bin ready. Ja, ich drücke mal auf Kontakt. Muss ich jetzt irgendwas drücken noch hier, ne? Crimson Shield. Das sehen wir auch an, wie so eine. Ja, ist egal. Okay, wir sehen mal zu. Das Ganze ist eine Open World auf einer wunderschönen Map laut Video. Ich habe es noch nicht einmal gespielt. Wie ihr seht, muss ich ja alles neu einstellen und bin gespannt, was uns hier so wartet. Ich habe bisher so kein Menü gehabt. Das war das Blöde. Ob wir das auch auf Deutsch stellen können, das wäre natürlich Wunderbärchen. Wir gucken uns einmal durchs Menü. Headphone passt, habe ich auf dem Kopf. Master Volume machen wir mal ein bisschen leiser, ne? Weil ich glaube, das ist schon sehr laut gewesen. Ich muss hier die ganze Zeit schreien. Aber wir wollen ja auch die Gegner hören, ne? Ich weiß nicht, was UI-Volume bedeutet. Volume natürlich. Background Audio, bla bla bla. Man kann ja auch nicht scrollen. On, also FPS-Counter interessiert mich eigentlich gar nicht. Off.
Obwohl, dann könnt ihr mal sehen, ich habe die 3070 Ti drin. i10 oder ein i7 10.000 irgendwas und 64 GB Arbeitsspeicher. Nur zur Info. Show, hörst und... Ja, das will ich aber sehen. Grafik? Ja, will ich akzeptieren. Monitor, jawohl. Fullscreen? Ja. Das sollte die hinkriegen. Die Grafik soll geil aussehen. Also von den Videos her war das echt Bombe. Motion Blur? None. Das wollen wir nicht. Postpro, das ist auch immer hässlich. Machen wir mal Low. Und den Rest, da habe ich keine Ahnung von. Gut. Apply. Und wir haben leider keine Möglichkeit, das Spiel auf Deutsch zu stellen. Das ist ein bisschen schade. Hier haben wir nochmal Controls. Game. Oder ich habe was übersehen. Weil Englisch ist nicht immer so meins, muss ich leider sagen. Gut. Es gibt scheinbar auch Ränge. Ich bin Rang 1. Warfare Join Operation. PvE, also man spielt mit Spielern zusammen, die sich nicht gegenseitig töten können. Mode in which other players can't harm you. Find new allies and survive the danger of Lamang together. Und Warfare ist the full gray zone. Warfare PvE VP. Also ist, andere Spieler können dich da töten. Experience, das hört sich ein bisschen spannender an. Ne? Was können wir hier auswählen? Server oder was? Naja. Westeuropa? Europa Osten? Keine Ahnung. Irgendwo in Europa ist gut. Sollte man vielleicht dazu schreiben, was das ist, ne? Credits haben wir noch hier. Okay, das war's. Deploy. Dann versuchen wir mal unser Glück. Und werden wahrscheinlich erstmal fett von anderen Spielern weggebumst. Jetzt muss ich nur gucken, wo meine Facecam gleich passt. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht machen wir die ein bisschen kleiner, vielleicht verschwindet die auch. Wow, was ist denn das? Ganz viele Live-Datas werden da synchronisiert. Aber wir haben schon 100%. Spawning to the game. Ich bin so gespannt auf die Grafik. Es ist Survival. Ich weiß nicht, ob man da Hunger und Durst hat, was weiß ich. Ne? Also, es könnte schon extrem interessant werden. Leider habe ich ein bisschen Angst wegen den ausgeglichenen Rezensionen. Obwohl viele gut darüber geschrieben haben. Ich hätte mich mal Heisenberg nennen sollen. Oh. Spiel ist abgestürzt. Das ist außerdem mein Desktop. Ja, hier sind noch meine ganzen Thumbnails. Und das sind alle Spiele, die ich spielen will. Und die Beefy im Hintergrund. So, das mal zu dem Info. Ja, das war mal ein Scheißstart. Ne? Und wir gehen mal auf Deploy. Hat alles gespeichert. Mein Charakter. Mein Name. Loading Session. Und das synchronisiert da wieder ganz, 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 ganz viel. Was, glaube ich, gar nicht so richtig ist. Ne? Ihr seht das ja über mir. Aber wir hören Hubschrauber. Lauter Hubschrauber. Und ich gucke. Willkommen beim abgestürzten Spiel. So, ich mach mal was. Und zwar in der Grafik. Gut, deploy. Zum dritten. Matchmaking im Prozess, bla bla bla. Sobald meine Facecam einfriert, ist Feierabend. Er wollte gute Laune, ich weiß nicht warum, obwohl ich morgen arbeiten muss. Lag an der übertriebenen Grafikeinstellung. Okay, Grafik, wow. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Kann ich irgendwie sprechen? Fängt das schon mal geil an. Ich guck mal in den Settings. Das habe ich alles dabei? Ach, das ist mein Locker. Okay, wow, sehr, nicht schlecht.
Oh, man kann sich mal wieder umziehen, okay. Das ist Vendors. Ah, das ist das, was ich... Wow. Ich habe noch keine Ahnung, verliere ich das? Nö, ne? Ist mal locker, ist mal locker. Ich habe 10.000 Piepen auf der Tasche. Oh, das ist laut. Map, Charakter, Task. Controls. Wo kann man sprechen? Hätte ich vorher gucken sollen. Dumm. Was ist das? Movement, Weapons, Charakter, Equip-Menü, Open. Weil gerade habe ich sprechen gehört. Naja, 4 ist Open. Ah, da oben. Ich weiß aber nicht. So, was machen wir denn jetzt? Boxen? Okay. Das ist ein Erkundungsspiel tatsächlich, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wo man Aufgaben bekommt und ja, mit KI kämpfen kann oder auch anderen Spielern. Aber wir sind aktuell, wow, hier. Da kommt irgendwas angeflogen. Nimmt er mich mit? Ich muss erst mal testen und gucken. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben. F-Use. Und fliege einfach mal eine Runde mit. Wow. Lag ganz schön. Bis zum Absturz. Naja, vielleicht fängt sich ja noch. Na, jetzt. Darf ich nicht viel bewegen. Mein Inventar? Ah, das ist kein Voice-over-IP. Das sind Funksprüche. Wechselt man die Waffen. Rechte Maustaste schließen. Ich habe natürlich gar keine Aufgabe jetzt. Der sagt ja mal, wie lange du unterwegs bist noch, wa? Ah, die Grafik musste sich ein bisschen fangen. Steuerung ist ein bisschen träge, lässt sich ja natürlich einstellen. Oh, die Map scheint relativ groß zu sein. Da sieht aus wie ein Landeplatz. Ein Dörfchen. Schön sogar Autos. Ein Motorrad. Ja, ja, ist gut. Entdeckung hier. Wo sind die anderen? Mal, was die anderen machen. Spieler? Ja. Was ist hier drin? Kann man nicht mit interagieren? Den einer ballert. Wir sind auf jeden Fall in irgendeine Zone, wo es eine Mission gibt. Und wir werden wohl angegriffen. Kann ja auch ein feindliches Squad sein. Also Echtspieler. Was macht er denn da? Was ist mit den Fahrzeugen? Die sehen sehr ramponiert aus. Kamera liegt gut, da ist nichts im Bild. Looten ist nichts. Was soll man auch looten?
Was mit dem Chat hier? Jetzt Bombe. Man kann da mal Sachen mitschleppen. So, machen wir den Lone Soldier hier, weil die machen irgendwie gar nichts. Oder das gehört zur Mission. Das muss doch mal einer hinstellen, wieder hier. So ein Kuddelmuddel. Also Hunger und Durst gibt es scheinbar nicht. Hier gibt es nämlich genug zu trinken und zu essen. Okay. Man hätte sich vorher schlau machen sollen bei dem Spiel, aber ich habe da nicht viele Informationen bekommen. Und hier laufen wir jetzt mal ein bisschen rum und gucken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr dichter Dschungel, ne? Hier ist so ein Trampelpfad. Vielleicht hätte ich meine Mission irgendwo annehmen sollen. Ich hätte das mal im Lager schauen sollen, ne? Wir erkunden. Erkunden gehört, ja, wie gesagt, dazu. Ne? Das stand ja dabei. Erkunde eine offene Welt. Überlebe im Kampf gegen menschlichen Akteuren und KI-Feinde. Mal gucken, ob wir einen KI-Feind finden hier im Dschungel. Das an Malaria holen. Hubschrauber fliegt immer hin und her, ne? Wir fliegen nochmal zurück. Ich muss mal irgendwie eine Aufgabe haben, damit ich weiß, was ich tun soll. Sonst komme ich ja gar nicht klar. Oh, nicht mal ein Schussripp. Man ist immer schneller weg, als du gucken kannst. Moment, waren wir hier schon drin? Da sind wir als allererstes hingerannt, ne? Ah, Single. Munition, also ein Schuss nur, aber die sind weg, die anderen. Die sind schon wieder abgehauen. Aber irgendeiner ballert hier doof. Ich denke mal, man stirbt doch relativ schnell. Irgendwie überhitze ich gerade, das ist glaube ich dieses Survival. Hä? Nur wenn ich auf dem Auto bin? Bin ich näher an der Sonne oder was? Außer passiert gar nichts. Wie gesagt, die Map sagt eigentlich viel. Wir haben da wieder so blaue Punkte. Ich gehe mal zu den blauen Punkten hin, ne? Hunter's Paradise. Wollen wir auf der Map irgendwie interagieren? Nö. Wie weit ist denn das? Wie lange läuft man denn da? Man kann das ja sehen. Oh, ganz schnell. Wow, wow, Gebüsch. Also die erste Folge ist pures Entdecken. Und gleich werde ich ein bisschen schlauer werden, glaube ich. Da. Das ist jetzt eine feindliche? Ich habe keinen blassen Schimmer. Auf jeden Fall ordentlich geballert. Ich nehme mal den Hügel als Deckung. Schleichen geht auch. Aussehen tut's gut, ne? Auch auf High. Episch stürzt mir das Spiel leider ab. So ein bisschen Feinschliff ran. Na, der Hubschrauber verrät uns aber auch ganz schön. Ist menschenleer. Aber es gibt ja Mission, ne? Fühl mich nicht beschossen. Größeres Dorf. Sieht aus wie unsere Truppen, oder? Schießt das nicht auf eigene? Bei KI sieht man ja mal, wie die sich bewegt, ne? Das ist ein eigener, oder? Wird doch nichts angezeigt.
Schleich mich den mal an. Und die haben eine Menge Autos. Ah, der macht's. Der lootet die. Was kannst du die looten mit F? Die haben halt so einen Kram dabei, okay. Aber das ist natürlich seiner. Wie soll man das sowieso mal so ein Spiel nennen, ne? Der könnte mich jetzt killen, oder? Take. Hat er mir gelassen? Ich habe irgendwas genommen. Wahrscheinlich sowas wie verbannt, ne? So. Kick. Cool, ne? Die. Oh, das ist der. Ich habe beinahe meinen Kollegen geschossen. Ich mein Kollege, der killt die alle weg hier. Der hat eine AK. Hat auch einen Gehörschutz auf. Habe ich auch einen Gehörschutz auf? Ja. Schießbahn. Nie einen einzigen gekillt. Scheint nicht so schwer zu sein. Der macht die alle platt. Oder der ist schon voll der Pro. Wir sind ja auch gar kein Team, ne, eigentlich. Wir laufen einfach nur nebeneinander her. Ach, die blauen sind meine. Er bewegt sich ultra träge, finde ich. Leer? Was ist das denn? Eine neue Weste? Na, ich habe eine bessere an. Glaube ich. Aber irgendwas ballert doch hier. Oh, die Freund-Feind-Kennung ist aber schwierig. Obwohl wir auf Karten uns erkennen, ne? Das wird schon ganz gut klappen. Oh, ist das eine Map? Ich weiß nicht, wie man da zoomt. Pornoheft? Nee. Oben links haben wir eine Anzeige mit meinem Mannequin dran. Take, guck mal, trinken. Kannst du auf jeden Fall trinken. Was ist das hier? Safe Lock? Tourniquet? Magazine? Nochmal ein Splint? Das werden Tabletten sein, glaube ich. Militärisches Essen, Water. Also man muss essen und trinken, Leute. Blood, Hydration, Energy. Das wird wohl das sein. Also wir müssen trinken. Sind wir schon zu dritt hier. Da hinten laufen zwei. Oh. Ich habe jetzt Aua gemacht. Vom Gewicht her geht es uns gut. Das ist total krass. Das ist ein Shooter, aber auch gleichzeitig ein Survival-Game. Sowas wünsche ich mir schon seit Ewigkeiten. Wo sind die hin? Da lang. Dieses Dörfchen wollen sie da unsicher machen. Ich hab sogar Erfahrung gemacht. Mein Herz pumpt, ne? Irgendwas stimmt aber nicht. Ich habe Kopfschmerzen und sieht jedenfalls so aus. Da läuft auf jeden Fall keiner von uns.
die sind alle da drin. Machen die platt. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich nehme mal. Ich glaube, ich habe mir die Beine wehgetan beim Runterfallen. Boah, cool gemacht. Aber das ist der Arm. Ein Bein. Dann hole ich mir. Oh. Ein Durchgang. Einer auf dem Klo. Dunkel hier. Oh, was ist hier? Stück F. Use. Gem Ball, was ist das? Take. Ich hab weiße Knarre einkassiert da. Ach, der hat sich vertan. Aber der kann mich nicht killen. Wow, wow. Timmy down! Timmy down! Skip Koma. Ah, der kann mich heilen. Oh, wie krass das animiert ist. Da war doch irgendwo noch einer. Wie heißen die nochmal? Ein Lamang. Ja. Yeah. Gut, es gibt Missionen. Ich habe auch Erfahrungspunkte schon bekommen. Help! Mein Koma ist unendlich. Kann ich jetzt noch... Ich kann auch auf nichts zugreifen. Da kommt einer. Ah, der wird hier weggebombt. Das sind halt Fraktionen. Wir sind eine Fraktion und die andere Fraktion. Plus KI. Das heißt, die andere Fraktion kann mich natürlich töten. Jetzt ist die Frage, wie sehen die aus? Die Halunken. Ja, ich skipp das mal. Dann sehen wir jetzt nur, wie wir auf dem Boden liegen. Ja, ich skipp das nochmal. Überkill it. Karpatros. Respawn im Camp. Wir wurden einfach mal komplett durchlöchert, ne? So. Oh nein. Nein, ich will das Koma nicht skippen. So, wie oft soll ich das jetzt skippen? Jetzt guck mal mein Inventar. Wir sind leer. Dafür haben wir das dann hier. Okay, verstehe. Dicker Rucksack. Ey, ich habe gar keine Waffen. Doch da. Also ein bisschen wie Escape von Tarkov, ne? M16. Und der Weste. Rucksack ist. Wie, was? Achso, die Weste war darüber. Und das musst du dir immer zusammensammeln. Das ist ja cool gemacht, ne? Aber das passt doch nicht da rein. Das ist ein M4 Alpha 1. Hä? Das soll ich mir in der Hand geben. Wäre vielleicht sinniger. Okay, ich habe einen Schuss. Das ist nicht die richtige Waffe. Also richtige Munition, oder? Bandagen, ultra wichtig. Safe Lock heißt Sachen, die du dann nicht mehr verlierst, oder wie, oder was, oder warum. CPR ist Menschenleben retten. Wasser. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Bandagen habe ich. 4 von 4. Ich werde eh nicht lange leben, deswegen erstmal langsam. Ja, so ein Tourniquet. Da konnte ich mir gerade nichts anlegen von. Was ist das hier? Ein Helm. Ein Helm ist super wichtig. Eine Cap will ich nicht haben. Eine Sonnenbrille? Ja, sowas. Und das war ja auch rot. Das einfach überall reinpacken, ne? Ja, und wie mache ich das?
Ins Back. Hatten wir gerade schon drauf. Pistole, eindeutig, 9 mm. Wie gesagt, ich nehme jetzt nicht so viel mit, ne? Weil. Sonst verliere ich hier die Hälfte und dann habe ich davon nichts mehr. So. Schön. Kimmer und Korn. Wo bleibt der Schrubbschrapp? Also wir haben jetzt den Map hier natürlich hier. Der Schrubbschrapp landete da. Und jetzt gucken wir uns erstmal das Lager an. Oder schwimmende Runde. Das sind einfach nur Wohnungen. Ich sehe jetzt auch keine KI, die mich hier unterstützt. Oder Befehle erteilt. Auch nicht hier. Ich weiß noch nicht wirklich, wie man an Missionen drankommt. Türen gehen alle auf hier. Krass, ne? Oh, hier können wir unsere Wäsche waschen. Spinde. Fenster und egal was. Taschen, aber spielen alle keine Rolle. Auf jeden Fall muss man in der Open World irgendwie Survival, ne? Also das ist ganz geil gemacht, muss ich sagen. Man muss nur wissen, wie, ne? Das ist die Frage. Oh, Tür vom Kopf gehauen. Also ein Kommandostand oder sowas wäre ganz cool. Da stehen auf jeden Fall Leute. Das sind Wachen. Das Schrubbschrapp. Ah, bricht sich verdammt schnell die Beinchen. Komm ich denn jetzt hier rein? Hä? Lass mal eine Runde mitfliegen. Provision. Oh. Machen wir die Waffe in. Munitionscheck. Und V. Da fliegt er aber woanders hin. Charlie 2. Oh, das ist eine riesige Stadt, ey. Da laufen ein Blauhelm hinterher. Ich würde es gerne auf Epic spielen, ja? Na, das ist ein Voice-over-IP. Eine Pistole habe ich ja auch mit, ne? Komm ich denn da? 16 Schuss. Oh, da wird geballert. Und wir sind immer so eine Art Verstärkung dann, ne? Du weißt mal nicht, welche Fraktion wo ist, ne? Also, wie ich das gelesen habe, deckt man mit den Erobern und Erkunden neue Map-Teile auf und kann dementsprechend die Fraktion angreifen. Die KI oder die Spielerfraktion? Ich sehe hier nichts. Und gleich mitten vor in ihrer Nase. So, haben wir da Leute drin? Einige. Mais. Reis, meine ich. Leck. Und mit dem blauen Helm kann man gut erkennen. Ist da direkt vor mir einer? Nein. Ach Mann, ich wollte den töten. Oh, die erkennt man aber auch gut. Clear. Das Spiel setzt auf Realismus, ne?
Muss mir schon wieder irgendeine Pille geben, die ich nicht mitgenommen habe. Vielleicht Wasser? Dehydration, gleich Kopfschmerzen. Hilft aber nicht. Falsche Pillen. Mal gucken, wo die anderen sind. Einer ist direkt vor meiner Nase. Wenn ich hier eigene Leute wegballern. Deckung. Zweit kämpft sich besser. Ich will aber nicht schon wieder weggeschossen werden. Instant. Das ganze Dorf. Wir sind nur außerhalb des Dorfes. Wird wahrscheinlich randvoll mit Gegnern sein. Ich hab einen Kumpel auf dem Monitor. Stacheldraht wird wehtun. Ich bin mutig hier im Dorf rein. Oh, den Leichen. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Wisst ihr, was das ist? Aber CPR ist Cardio. Nee, CPR ist Kardiopulmonale Reanimation. Ich muss das mal. Glaube ich, essen. Krass, guckt euch das mal an. Die Animation ist ja irre. Das ist halt Energy, ne? Davon hatten wir aber genug. Hydration 0. Hä? Schlürfen wir was? Ach, das ist. Hydration war 95. Ah, sorry, ich hab mich verlesen. Aber wie cool ist das denn? Survival-Titel plus Shooter, der auch noch so schwer ist. Ganz vielen kaputten Fahrzeugen. Eichen. Wir waren hier schon am Wüten, ne? Hast du was Leckeres dabei? Ein Gürtel, eine Cappy und eine AK. Mal eine Beobachtung aufpassen. Sehr nah an die dran. Eine Brille. Oh, was ist das denn cooles? Sehr, sehr geil. Verstehe die schlechte Bewertung da fast gar nicht. Der Inspekt. So, ich wollte reingucken. Ja. Soll ich mein Herz klopfen leiser? Scheiße, ich bin hier auf dem offenen, auf dem Präsentierteller, nur weil ich looten will. Haben mir alle so Bauchgürtel um. Kann man auch rauswerfen, die Scheiße? Hör nichts mehr. Nichts hören ist nicht gut. Ist vor mir einer? Ja, zwei Stück. Renn da mal hin. Die scheinen zu wissen, was so los ist. Oh, der erkennt mich sogar. Aber die gucken hier auf im Map, dann sehen die auch den blauen Punkt. Ey, das war ein Gegner. Ich hab nicht geschossen, Geld. Vielleicht kann mich ja einer helfen. Ich wollte jetzt nicht abdrücken. Bin mir nicht sicher, ob das ein Gegner war. Boah, man stirbt aber relativ turboschnell hier, wa?
Wie gesagt, ich wollte mich einlesen, aber da gibt es eigentlich nicht viel einzulesen. Nur, dass es eine Open World ist. Mit drei Fraktionen und KI. Man muss erkunden, Loot sammeln und den dann wieder zu Hause ja, hinbringen. Enemy Forces. Also kein Spieler. So, dann machen wir denselben Spaß nochmal. Ich bin gleich leer. Dann müssen wir uns was mitnehmen. Bringt mir das was? Keine Ahnung. Schöne Weste. Auf jeden Fall was zum. Ach, das ist ein taktischer Gürtel. Jetzt relle ich's. Ja, Waffen klauen müssen wir auf jeden Fall. Sonst habe ich bald kein Gewehr mehr für die nächste Folge. Ich schätze mal, das ist das Magazin, ne? Da steht AR-15 drauf. Weste. Circuit. Das was bringt? Ich weiß es nicht. Bandagen. CT, ich weiß ja gar nicht, was das ist. Und das hier ist gegen die Kopfschmerzen, glaube ich. Wenn wir uns die Beine brechen, das ist mein Geld. Irgendwo muss ja auch einen Händler geben, ne? Selber Fehler wie gerade. So, der Hubschrauber, der fliegt ja irgendwo hin, wo er gerade Bock hat, ne? Da gibt es hier Missionen. Nö. Aber es ist gut, dass sie nicht quatschen. Ne? Wenn jetzt zu viele Leute immer da rumquatschen, ist scheiße. Aber wenn man in so einem Squad ist, ist es natürlich ein bisschen angenehmer, ne? Ground Zero. Da seht ihr auch, was wo los ist. Call Transport. Ah! Kann ich ihn überall hin callen? In Ground Zero hier. Nein, Quatsch. Lamang Recovery. Das sind die Bases der anderen Fraktion. Invite. Okay, so können wir die anquatschen. Wir fahren noch mal. Ist ja nicht weit weg. Ich habe einen Hubschrauber angefordert. Ich lerne. Also bitte nicht schimpfen, dass ich mich nicht schlau gemacht habe vorher, aber es gab irgendwie wenig Informationen. Bam. Da hätte man einen Scope. Aber wir müssen ja looten, ne? Also wir müssen die Sachen von den Gegnern mitnehmen. Und die müssen wir dann wieder nach Hause kriegen. Aber wie kommen wir dann auf der Map von woanders? Da kommt mein Shop. Base wird von KI bewacht sogar. Ja, hier laufen können, ne? Ich bin jetzt schon faul. KI-Dörfer, PvP-Basen und ein Ground Zero. Was auch immer der sein wird. Wie eine nasse Füße hier. Jawohl. Auf das Dorf. Bin ich. So. Aber man hat einige medizinische Dinge, um die man sich kümmern muss. Wie Beine und sowas und Kopfschmerzen scheinbar. Warum auch immer Kopfschmerzen? Überhitze auch gerade wieder. Denke ich mal, dass das Überhitzen heißt. Meine Lunge ist
Ich bin ein bisschen außer Atem. Muss mal auch Pause machen, seht ihr? Wir sind irgendwo Windows, also wir können irgendwo Aufgaben annehmen. Wo ist meine Waffe hin? Hab einen. Aber ich blute. Rückzug. Nein, nicht weg. Wo ist die Bandage? Okay, die Blutung ist gestoppt. Die Herzfrequenz ist hoch, das heißt, kann ich zielen. Weil ich gebückt bin wahrscheinlich. Ja. Boah, ich bin jetzt ganz alleine hier. So. Kann ich nachladen, das heißt natürlich habe ich keine, das ist nicht die richtige Emotion. Scheiß dabei. Nichts drinne. Was ist das? Null? Hast du echt keine Emotion dabei gehabt? Ah, hier. Aber das ist alles keine Emotion. Okay. Ich werde verkacken. Alter, zuck doch. Okay, ich habe ja zu wenig Munition mitgenommen. Rambo muss Leichen finden. Survival, das ist, fühlt sich richtig krass an. Mutig sein, wenn wir sterben, sterben wir halt. Will ich noch was? Wir haben also nur Scheiße dabei, ne? Die wackeln die Büsche. Noch drücke ich auf den falschen Knopf. Oh oh. KI schießt nicht gut. Das hat sich nach was ganz Bösen angehört. Oh, ich blute wieder, der hat getroffen. In der Deckung. Ich muss also eine Kopfschmerztablette nehmen. Laufen ja mit null Schuss rum, oder was, die Gegner? Was war die Kopfschmerztablette? Ist das krass, ne? Kopfschmerzen sind aber auch scheiße.
Ich bin munitionslos. Angst. Baseball Cap? Schränke kann man nicht looten. Wäre auch zu schön. Ich habe nur noch ein Messer. Ich bin so schlecht losmarschiert. Schieß doch. Scheiße. Ich glaube, der wird mich nicht mehr retten hier. Enemy Forces. Okay, mein erster Tag läuft nicht so rund. Ne, wir sind ja, leer, was Waffen betrifft. Was machen wir denn dann? Was haben wir denn hier auf der Map? Kann auch nicht reinzoomen oder sowas, ne? Wo sind wir denn da? Base. Call Transport. Ja, ich will ja nicht. Ah, da kannst du dann auch wieder zurücktransportieren lassen, dich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja Geld, also muss man irgendwas kaufen können. Aber bei wem? Und wo? Ja, ich will aufkicken. Bin sauer! Das sieht ja so verdächtig schon aus, aber das ist nur eine Kantine. Inventar, ja, das habe ich mal leer gefegt, würde ich sagen. Ne? Nochmal eine Weste. Das mit dem Magazin wundert mich so ein bisschen. Und wir AR-15 Magazine haben, aber eine M16. Also eine neue. Bevor ich das hier vergesse, nehme ich das mal mit. Ah, das muss man alles lernen im Verlauf, ne? Kopfschmerztabletten und ein Splint. Talas, wenn wir was kaufen. Erst suchen wir den Händler. Ohne Händler wird das hier nichts. Nein, nicht stechen. Das ist ein Wohnhaus hier, einfach nur ein ganz normales. Sogar ein richtig schönes. Komm nicht raus. Hilfe. Das heißt nur Wohnbuden oder was? Küche. Oh, schäbige Maske. Wir sind ja Typen. Kann ich aber nicht anlabern. Ich habe 10.000 Penunzen auf der Tasche. Also irgendwas muss ich ja machen. So, learning by doing hier wieder alles, ne? Das hier ist so sehr verdächtig nah an der Zone. Wir lassen uns einfach irgendwo hinfliegen und sammeln ein, ne? Aber dann möchte ich mein Geld nicht mitnehmen. So, sonst habe ich ja eigentlich nicht so besonders tolle Sachen, ne? Ich habe ja nicht mal mehr einen Rucksack. Das heißt, wir müssen uns erstmal equippen. Ich fahr mal nach Hunter's Paradise hier oben. Uns sind auch Leute. Nein, so ein fremden Lager würde ich nicht jetzt rein. Da müssen wir mal eine Leiche finden, dann equippen wir uns neu. Und meine eigene Leiche kann man wahrscheinlich auch wieder looten und dann kriege ich mal wieder neues Zeugs. Ich muss noch kurz Pause drin. So, Shop ist da.
Hey! Hey! Was ist denn da losgeflogen? Okay, wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Ah, fing das da. Request denied. Raven is already in the air. Man kostet ja nichts. Eine interessante Map auf jeden Fall. So, dann sammle ich jetzt Equipment und fliege zurück. Und wenn ihr ein paar Tipps für mich habt, haut raus. Oh, die laufen alle mega krass rum hier. Entweder wissen die gar nicht, was die machen sollen. Was war denn das jetzt? Steht ja was, ne? Man kann ja auch ein Team einladen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da muss man M gedrückt halten. Und runter scrollen. Da kann man auf die draufklicken. Eine Nachricht senden. M. Hallo! Da kommt mein Hubschrauber. Also bis jetzt, in der Ahnungslosigkeit, macht schon Laune. Hat auch noch eine Pistole. Use. Warum soll ich denn in mein Exam? So. Kui Wongsa. Das ist mein Ziel. Da landen wir. Mal gucken, ob wir ein paar Leichen finden, die wir plündern können. Denn wir haben nichts mehr außer eine taktische Weste, die leer ist. Ja, mach's alle mit dem Messer platt. Und die anderen Fraktionen fliegen da auch hin und her. Aber ich glaube, die greifen eher so in den Sektionen an, wo die rumkämpfen. Hä, wollte ich nicht woanders hin? Kämpfen eher wohl hier rum. Ground Zero ist vielleicht die Voll-PvP-Zone. Könnte ich mir so vorstellen. Wir landen. Wo bin ich? Direkt auf Sägemühle auf dem Weg. Wo laufen die hin? Naja, die haben wenigstens Waffen. Ich frage mich nur, wo man kaufen kann. Da gibt es auch Filme Pendler. Da ist ein Spieler. Was ist das denn? Oh, hier ist ein Toter. Das Problem ist, man sieht ja dann aus wie der Gegner, ne? V 26 Schuss. Ja, 26 Schuss mit einem dicken Scope drauf, ey, geil. Geil. Damit werde ich auch mal mutig. Inventar. Meine Ibo nehmen.
Schöne Waffe. Ich würde sagen, es ist ein Bug. Und ich kann mich auch wieder mit einem Hubschrauber abholen lassen. Dann kann ich das wieder im Lager legen und dann habe ich wieder die Sachen da. Also ich habe das Spielprinzip, glaube ich, schon grob verstanden. Und du kannst die anderen Fraktionen angreifen und fertig machen. Dann hatten die bestimmt auch irgendwie. Bin erstmal im Dschungel. Ah, ich habe auf jeden Fall welche platt gemacht. Ich glaube, ich schieße da auch noch auf mich, ne? Gut, da geht Munition flöten. Wir halten auch ganz schön was aus. Ich irgendwie nicht. Das ist ein Maschendrahtzaun. Da klettert einer rüber. Von uns. Was habe ich denn verballert jetzt? 14 Schuss nur noch, fuck. Bin irgendwas mitgenommen? Kann denn jetzt hier rüber? Da war doch Stacheldraht. Da. Der Ausnutzer, der. Waren wir nicht schon mal hier? Nee. 30 Experience. Das müssen wir mal gucken, wenn wir gleich ausmachen. Das vergeht natürlich ein bisschen länger. Da ist einer von uns. Das sind alles unsere hier, ne? Mhm, zwei Stück sehe ich. Oh, die Waffe ist geil. Ich will einen Headshot machen. Und wo? Schon wieder Kopfschmerzen. Kann man so schön Kopfschmerzen? Oh, der hat mir welche gegeben. Das haben wir da mitgenommen, weil er gesehen hat, dass ich sie schon nehmen. Schwer zu erkennen, die Gegner. Und überall auftauchen hier. Hört sich nach hinter mir an. Ich weiß nicht, wie viele die durch die Büsche sehen können. Steht da, ne? Der hat aber vor den Latten geballert. Ist das noch einer? Meine schöne Muni. Leider sehr, sehr flackerig, ne? Gut, Spielprinzip habe ich verstanden. Wir sind im Camp, man kann sich immer wieder neue Waffen und Munition holen. Das macht Spaß. Ich werde die nächsten Folgen besser werden, versprochen. Bis zur nächsten.